Professional Intermittent Training. Dieser Verso. Heute zum Thema Beinpresse mit positivem Start. Viel Spaß bei dem Video. Heute geht es um das Thema Beinpresse. Wir möchten euch heute zeigen, wie man mit einer etwas anderen Ausführung bei der Übung Beinpresse dafür sorgen kann, dass man die Muskulatur, die eigentlich trainiert werden soll, nämlich Oberschenkel und Beinbeuger, wesentlich gezielter angesprochen werden kann. Bei den meisten sieht es ja eher so aus, sie packen sich 3 Tonnen Gewicht drauf, gehen so 20 cm runter und drücken die 20 cm auch wieder hoch, merken es wahrscheinlich meistens nur hier oben im Quadrizeps, in den Knien und im unteren Rücken, aber gar nicht wirklich da, wo es hin soll, nämlich hier oben drin und auch im Beinbeuger. So, man kann das Ganze wesentlich fokussierter ausführen, wenn man den Schlitten unten absetzen kann und auch hier jedes Mal mit der positiven Bewegung starten kann. Das geht nicht unbedingt an jeder Beinpresse. Wir haben hier einen Umbau einer ganz normalen, guten alten Gym 80 45 Grad Beinpresse. Meinen Augen ist das die beste Beinpresse, die es gibt, die gute alte 45 Grad Beinpresse. Die ganzen horizontalen und vertikalen und so weiter halte ich persönlich jetzt nicht so viel von. Und ja, wir haben hier eine gefederte Stütze eingebaut. Diese gefederte Stütze ist in der Höhe verstellbar, sodass man je nach Beinlänge sich das Ganze auf die korrekte Höhe bringen kann. Der Lukas macht das mal vor. Lukas ist jetzt nicht gerade der Größte, das heißt, er würde sich das Ganze jetzt deutlich kürzer einstellen. So, und kann jetzt, wenn er den Schlitten einmal rausdrückt und die Abwärtsbewegung macht, kann er den Schlitten unten auf der Stütze abstellen. Kann so jedes Mal positiv starten. Dadurch, dass da eine Feder eingebaut ist, kann man das ruhig etwas unsanfter ablassen. Man muss ruhig etwas unsanfter und man sieht, dass das auch funktioniert. Also da passiert jetzt nichts bei. Das ist natürlich jetzt bei den meisten Beinpressen nicht so einfach umsetzbar. Hier bei dieser speziellen Pit-Beinpresse ist natürlich das absolute Optimum, wenn es darum geht. So, drück nochmal raus, dann zeigen wir nochmal die Höheneinstellung für jemand, der etwas größer ist, dass das auch funktioniert. Der Horst ist irgendwie gefühlt einen halben Meter größer. Mindestens. Ziehen. Festziehen. Ja. So, und arretieren. So, und jetzt haben wir das Ganze auf eine etwas andere Länge gebracht, weil der Horst halt etwas längere Beine hat. Kann er jetzt trotzdem das Ganze unten abstellen und so jedes Mal mit der positiven Bewegung starten. So, was normalerweise passiert, ist, wenn man halt mit der Negativbewegung startet und gleich wieder rausdrückt, man arbeitet sehr viel mit dem Vordehnungsreflex. Das heißt, die Kraft, wenn man unten dann einmal kurz durchsacken lässt und dann gleich wieder rausdrückt, kommt eigentlich auch gar nicht aus der Muskulatur, aus dem Quadrizeps, aus dem Beinbeuger, sondern viel einfach aus dem Federbandeffekt der Faszien, der Sehnen und so weiter. Wenn es wirklich darum geht, die Muskulatur ganz gezielt zu treffen, zu erschöpfen, bietet es einen riesigen Vorteil, wenn man unten kurz abstellt, wenn man entlastet und dann aus der Vorspannung raus die Übung beginnt. Ich mach das ruhig nochmal vor. So, nochmal rausdrücken. Einmal runter. So, jetzt sind es im Prinzip 3 Schritte, die man immer wieder ausführt. In der Beinpresse ist es relativ simpel, trotzdem diese 3 Schritte bringen unheimlich viel, wenn es darum geht, gezielt hier oben in den Quadrizeps reinzukommen und in den Beinbeuger reinzukommen. Erstens, mit dem unteren Rücken das Becken ganz feste gegen das Polster ziehen, dass hier unten alles fest fixiert, starr ist, dass da nichts passieren kann. Der größte Fehler ist halt immer, dass die Leute unten keine Spannung aufbauen, sondern mit dem Becken, wenn es schwerer wird, nach vorne kippen und noch Kraft aus dem unteren Rücken holen. Und das eigentlich gar nicht mehr aus dem Quadrizeps machen, sondern der Quadrizeps ist irgendwo am Ende seiner Leistungsfähigkeit, dann holt man die Kraft irgendwo noch zusätzlich aus dem unteren Rücken. Das sollte nicht passieren. Lieber unten abstellen, ein bisschen länger Pausen machen. Unteren Rücken feste anspannen, Becken gegen das Polster ziehen. Der zweite Schritt ist, Zehenspitzen gedanklich nach oben ziehen. Das heißt jetzt nicht, dass Sie wirklich die Platte verlassen müssen, sondern mehr eine Sache, die im Kopf stattfindet, dass man die Last halt zum größten Teil auf die Ferse legt, nicht auf die Zehenspitzen. Und das dritte ist, man stellt sich vor, man würde den Schlitten nicht unter 45 Grad nach oben drücken, sondern als würde man den Schlitten quasi geradeaus durch die Wand drücken. So, und dadurch erreicht man halt, dass man ganz, ganz oben, ganz nach oben in den Oberschenkel eine Vorspannung reinkriegt, auch in den Beinbeuger eine Vorspannung reinkriegt und dann aus dieser Vorspannung raus
Er ist wirklich ganz gezielt den Muskel kontrahiert oder die Muskeln kontrahiert, die man treffen will. So, wenn man jetzt noch hergeht und diese Vorspannung unten drin, 1-2 Sekunden erst hält, in sich drin maximiert und dann aus dieser maximierten Vorspannung rausdrückt, wird man erfahrungsgemäß die Muskeln noch besser treffen können. Das heißt, nicht einfach nur Pause machen, gleich wieder rausdrücken, sondern wirklich ganz gezielt von unten Vorspannung aufbauen, eine Sekunde halten, 2 Sekunden halten und aus dieser Vorspannung dann erst rauskommen. Ja, so, jetzt stellen sich natürlich viele die Frage, ich habe so eine tolle Beinpresse nicht, wie kann ich das denn trotzdem umsetzen? Es gibt die Möglichkeit, stimme ruhig einmal auf, dann kann ich das besser zeigen. Bei vielen Beinpressen gibt es die Möglichkeit, die haben hier sogenannte Nothaltpunkte, wo der Schlitten aufsetzt. Wenn man sich hier ein Stück Holz reinlegt und dieses Stück Holz auf eine entsprechende Länge bringt, mit doppelseitigem Klettband hier drum macht, kann man auch da dafür sorgen, dass der Schlitten unten auf der entsprechenden Höhe absetzt. Der Nachteil bei dieser Vorgehensweise ist, dass man natürlich keinerlei Einstellmöglichkeiten hat. Das heißt, jeder muss irgendwo das Stück Holz oder was auch immer man da reinbringt, auf die Länge bringen, die für den eigenen Körper die richtige ist. Das heißt, wenn du jetzt daran trainierst, wird das mit Sicherheit eine andere Länge sein, als die, die ich vermute. Reichen 3 cm. Genau. Ja, das wäre eine Alternative. Das ist so natürlich die absolut beste Lösung. Gibt es halt leider nicht in jedem Studio. Es gibt aber auch diverse Ketten, wo es heutzutage Beinpressen gibt, die man auch, wo man auch in der Mitte eine Stütze hat, die man in der Höhe einstellen kann. Ja, soviel zum Thema Beinpressen mit positivem Start. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, schaut auf meiner Internetseite vorbei, bei Facebook, bei Instagram, folgt mir da, wenn ihr mögt, folgt auch den beiden Jungs, wenn ihr mögt. Ich werde die Kontakte von den beiden auch mit in die Videobeschreibung mit einblenden. Wenn ihr diese Übung in der Praxis unter meiner Anleitung auch mal erlernen wollt, selber machen wollt, kommt zu einem meiner Seminare. Die Domain ist eingeblendet, www.pit-seminar.de. Vielen Dank für heute fürs Zusehen, macht's gut, ciao. Haut rein.